So, hier aus meinem Badezimmer gebe ich dir jetzt mal den Überblick über die ganze wunderbare Produktlinie von Young Living. Es sind alles Naturprodukte, versehen mit ätherischen Ölen gemäß Wirkungsweise des Produkts, der Absicht, die es haben soll. Wir beginnen mal bei der Mundpflege. Absolut genial, da die Zahnpaste mit Tiefs, das Tiefs Mundwasser mit kolloidalem Silber drin. Also das ist ganz, ganz genial, um die Mundpflege abzuschließen. Und auch zum Beispiel einen Spray abgefüllt für unterwegs, wenn du mal die Zähne nicht putzen kannst. Dann, wer gerne ein abgestimmtes Gesichtspflegesystem hat, der ist total gut bedient mit der Bloom-Serie. Bloom-Serie, da gibt es vier respektive fünf ganz tolle Produkte, also natürlich die Reinigung, die Milde, dann gibt es die Essenz als Tonic, dann gibt es eine feine Lotion und wer es etwas nahrhafter haben möchte oder braucht von der Haut her, ist dann hier die Creme. Mir ist die ein bisschen zu wenig nahrhaft und ich ergänze die dann gerne noch mit dem V6 Ölekomplex. Dann gibt es noch ein in sich geschlossenes Pflegesystem, das ist die Art-Linie, die liebe ich ganz besonders. Jetzt im Moment im August 23 ist die einfach zurzeit vergriffen, wird wieder nachproduziert. Aber die liebe ich ganz besonders. Also da gibt es den zarten Pflegeschaum, dann gibt es auch ein Tonic. Hier ist dann die zarte Creme und das ist noch für die anspruchsvollere Haut oder so zur Hautpflege, mal für zwischendrin, dann das Serum. Was ich auch total liebe, so einmal in der Woche, ist das Peeling, das Mint-Peeling oder wenn ich mich müde fühle, wunderbar erfrischend mit Aprikosenkernen drin, die ganz sanft dann auch die Hautschüppchen entfernen. Okay, was gibt es sonst noch Schönes? Es gibt natürlich eine ganze Reihe wunderbare Mittel, also hier zum Beispiel das Morning Star, das ist wunderbar prickelnd und bringt so ein bisschen Frische in den Tag. Dann das Shampoo, ich mag das Lavender-Mint-Shampoo ganz, ganz gerne, wobei die Shampoos, die werden jetzt neu formuliert und ja, da braucht es jetzt einen Moment, bis wir die wieder nachbestellen können. Dann, was ganz genial ist für den Körper, für die Hände oder auch Minimalisten, auch ich mag das total auch als Gesichtscreme, das Genesis. Hat MSM auch drin, also ist sehr, sehr hautpflegend mit der Schwefelverbindung und ist gerade auch, wenn wir so trockene, beanspruchte Hände haben im Winter oder natürlich handwerklich unterwegs sind, ist das genial, abends aufzutragen. Auch da nehme ich sehr gerne noch ein bisschen vom V6-Komplex. Dann, was haben wir noch Schönes? Ah ja, genau. Hier zum Beispiel noch die Mira-Linie. Das ist ein wunderschönes Öl für die Reinigung, für zum Abschminken. Mir ist es dann manchmal oder oft einfach auch zu schade und ich nehme es sogar als Gesichtspflegeöl. Dann gibt es das Shave-Öl. Also das ist ganz, ganz toll für Damen wie für Herren, für die Rasur. An allen Orten kann das sehr, sehr gut eingesetzt werden. Und dann gibt es noch das Progressons Phyto Plus. Das ist auch ein wunderbarer Zusatz für uns Frauen, für uns reifere Frauen. Sei es so als Unterstützung zum Beduften oder sei es natürlich für die Gesichtspflege. Tja, Schönheit kommt von innen, Kollagen. Von Bloom-Linie gibt es noch das Kollagen Complete. Das ist ein ganz, ganz toller Shot, um das Bindegewebe von innen zu stärken. Schönheit kommt von innen. Tja, was haben wir dann noch? Ah, die Mineralsonnencreme, also die ist sensationell, hat den Schutzfaktor 50, ist wirklich Natur pur, ist keine Chemiekeule. Und die mag ich total
Gerne. Sie ist ein bisschen dick, da kann man sie auch gut ein bisschen dünner machen mit dem Kokosnuss. Ich muss gleich mal schauen. Da, genau. Das mag ich total gerne von Naturaplan Coop in der Schweiz. Das Kokosöl findet man in der Ölkochabteilung. Das ist total geschmacksneutral. Das ist im Sommer sehr, sehr schön, auch für die Hautpflege und eben um das ein bisschen zu verdünnen. Dann gibt es noch ganz, ganz wunderbare ätherische Öle, die man dann auch verdünnen kann mit dem V6-Öle-Komplex. Ich habe das ganz kleine und das große Exemplar hier. Das ist ein siebenfacher Ölkomplex, der sehr, sehr pflegend ist für die Gesichtshaut, für die Körperhaut. Das kannst du auch ideal nehmen, um Rollons herzustellen. Dann, welche Öle, also es ist nicht abschließend, aber meine Favoriten sind das Cedarwood, die Zeder. Das macht so eine ganz schöne feinporige Haut und bringt Sauerstoff in die Haut. Dann ist natürlich das Elemi, das ist eine Weihrauch, mit dem Weihrauch verwandt. Genau, ist auch ein Harz und das ist sehr, sehr hautpflegend. Dann natürlich das Lemongrass, also für alle, die so das Spritzige, das Zitronige im Sommer mögen, aber auf Zitrusfrüchte verzichten, weil die ja photosensitiv sind, also zu Mikroverbrennungen führen können, ist das Lemongrass ein sehr, sehr schöner, eine schöne Auffrischung und ist auch Bindegewebs unterstützend. Von dem her sehr zu empfehlen. Dann natürlich das Frankincense, der Weihrauch aus dem Starter-Set auch, ist das ideale Hautöl, weil es einfach auch zellaufbauend und regenerierend wirkt. Ylang-Ylang ist total schön und ausgleichend. Und dann natürlich den Lavendel. Das haben wir ja schon mal gehört jetzt von der Nadja. Lavendel ist total schön ausgleichend, beruhigt die Haut und der Lavendel ist ja auch das Öl, das wir den Lavendula angustifolia gut unverdünnt auftragen können. Auch wenn wir irgendwo Rötungen haben, Pickel haben, sogar bei kleinen Schürfwunden. Tja, und wer noch fehlt, ist natürlich das Patchouli. Patchouli ist das ideale Pro-Aging-Öl, sage ich jetzt mal, für die reife Haut, dass die gut unterstützt wird. Und da kann man sagen, also so für die reife Haut, wenn man das Pro-Aging unterstützen will, ist Patchouli, Zeder und der Weihrauch ideal. So, das war jetzt der Überblick von dem, was einfach in meinem Badezimmer steht. Und ich lege dir ans Herzen, schau dir doch mal den Katalog an. Da, genau, da findest du ab der Seite 96 den Beschrieb über die einzelnen wunderbaren Produkte. Und es gibt den Katalog ja auch online und den verlinke ich dir unten. Ich wünsche dir viel Spaß mit der duftenden Pflege. Genieß jede Streichung und ich wünsche dir eine gute Zeit.